Wie die Sprache in den Kopf kommt. Das ist natürlich ein Vortrag, der ja, sehr viel wissenschaftliche Inhalte natürlich berührt. Ich habe mich jetzt gerade mal hier so ein bisschen umgeguckt und ich habe das Gefühl, hier sitzen sehr viele Profis. Richtig? Also ich vermute, viele von Ihnen haben beruflich einfach zu tun mit dem Thema Sprache und vielleicht auch mit dem Thema Kinder. Ich kenne natürlich aus vergangenen Veranstaltungen immer die Fragen, die Ihnen meistens dann so auf den Lippen brennen. Also wie ist es mit Sprach- und Sprechstörungen? Wie ist es mit Legasthenie und dergleichen? Darauf habe ich mich jetzt explizit nicht vorbereitet, aber das können wir vielleicht in der Diskussion gerne noch klären. Ja, das letzte Mal, als ich hier war in diesem Saal, hatte ich einen sehr schweren Nachmittag, denn es war eine sehr illustre Veranstaltung, Eröffnung der Akademie mit drei sehr illustren Sprechern, eben Oskar Jenny, der mittlerweile verstorbene Remo Largo und Moritz Daum von der Entwicklung. Und ich durfte nicht reden. Als ich dann nach Hause kam und erzählte, meinte meine Frau zu mir, das muss wirklich sehr schwierig für dich gewesen sein heute. Und ich habe dann gedacht, naja, mein Tag kommt bestimmt noch irgendwann und heute ist er da. Also ich freue mich auf jeden Fall auch, dass so viele von Ihnen gekommen sind, obwohl ja jetzt im Grunde genommen wir das Gefühl haben, es geht mit dieser Pandemie alles wieder von vorne los. Also vielleicht der letzte Vortrag für geraume Zeit. Ja, wie Sprache in den Kopf kommt oder man hätte vielleicht auch besser noch sagen können, ist sie da vielleicht schon drin von Anfang an? Das wollen wir uns angucken. Und Inhalte, die ich mit Ihnen anschauen möchte, betreffen jetzt erstmal die Grundlagen von Sprache und Gehirn. Wir gucken uns ein bisschen die Reifung des Gehirns an. Dann stellen wir uns eben die Frage, ist die Sprache schon im Kopf? Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, was meinen wir denn überhaupt damit, wenn wir Sprache reden? Die ersten Lebensmonate gucken wir uns dann an und am Schluss werfen wir noch eben einen Blick auf das Thema Multilingualismus oder Bilingualismus. So, jetzt kommt sozusagen der Einstieg mit einer Folie, die ich oft zeige zu Beginn und dann im Grunde genommen sage, wenn Sie sich alleine das schon merken, was ich hier gleich erzählen werde, dann hat sich das Kommen gelohnt. Was Sie hier sehen, Achtung, ist das sogenannte Wernicke-Lichtheim-Modell, das klassische Modell der Organisation von Sprachfunktionen im Gehirn. Und das ist überholt. Ja, das ist überholt. Also, dieses Modell, nachdem es zwei Sprachzentren gibt in der linken Hemisphäre des menschlichen Gehirns, eine zuständig für Artikulation und die andere für Sprachverarbeitung, das entspricht nicht mehr dem heutigen Stand des Wissens. Ja? Aus mehreren Gründen, auf die wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen wollen, ist dieses Modell limitiert und auch wenn es immer noch in vielen Lehrbüchern steht, ja, es entspricht nicht mehr dem Stand der Wahrheit. Wenn wir uns alleine nur mal die linke Hemisphäre angucken, es ist die sprachdominante Hemisphäre im Menschen, dann sehen wir hier sprachliche Funktionen, das sind diese bunten Punkte, nicht? Die sind im Prinzip über große Teile der linken Hirnoberfläche verteilt und da gibt es auch überhaupt keine Zuordnung jetzt zwischen dem, was man Semantik oder Syntax nennt, zwischen Produktion und Verstehen. Ja? Es ist also wirklich eine relativ große Fläche gestreute Verteilung um diese gelben Balken herum, die so die zentralen Landmarken in diesem Bereich symbolisieren. Und das können Sie vielleicht jetzt einfach nicht so gut erkennen, aber ich zeige es Ihnen, die rechte Hemisphäre, die spielt auch eine Rolle. Ja? Insbesondere hier, was die blauen Punkte angeht. Ich komme da dann gleich noch drauf und erkläre, was das ist. Aber das ist etwas, das hat man im klassischen Modell völlig ignoriert. Ja, und das ist auch wirklich etwas, das wissen wir eigentlich so erst seit, ja, 20 Jahren vielleicht. Dazu kommt noch, dass das Gehirn natürlich nicht funktioniert, im Grunde genommen wie eine Ansammlung von Zentren. Überlegen Sie mal, Zentren.
Was hat man denn von Zentren, wenn die nicht untereinander verbunden sind? Wie sollen die denn funktionieren? Ja? Insofern misst man heutzutage den sogenannten Fasertrakten, also den Verbindungen zwischen Regionen im Gehirn, eine große Bedeutung zu, auch insbesondere im Hinblick auf die Sprachentwicklung. Auch darauf komme ich noch zu sprechen. Also ich fasse zusammen, wenn überhaupt, dann ist Sprache in einem Netzwerk im Gehirn lokalisiert. Es findet sich in der linken Hemisphäre dominant, aber die rechte Hemisphäre trägt dazu bei. Es besteht aus grauer Substanz, das sind also Nervenzellen in der großen Rinde, sowie weißer Substanz, das sind die Fasertrakte, die diese Regionen miteinander verbinden und den Austausch zwischen diesen Regionen herstellen. Die nächste Folie, die zeigt im Grunde genommen diese Division of Labor, diese Arbeitsteilung, nochmal sehr schön exemplarisch. Wir haben also hier die linke Hemisphäre und Sie sehen so ein bisschen wie Perlen auf der Schnur ist in diesem Modell hier aufgereiht, dass also Sprachfunktionen sich hier in diesem Schläfenlappen ansiedeln, nicht? Auch die höheren Funktionen, also Satz verstehen, Syntax, Grammatik, zum Teil Semantik. Und hier in der rechten Hemisphäre, da haben wir auch diese Punkte, aber die stehen in der ersten Linie für auditorische, akustische Analysen, für prosodische, rhythmische Analysen. Falls Sie nicht wissen, was ich damit meine, ich werde es gleich nochmal erklären. Also, das ist im Prinzip schon die Einführung gewesen. Wir haben ein neues Modell. Dieses Modell ist ein Netzwerkmodell und kein Zentrumsmodell mehr. Wenn ich von diesem Modell rede, dann meine ich damit den jungen Erwachsenen sozusagen als prototypisches Beispiel. Bei Kindern und bei Senioren bietet sich ein etwas anderes Bild. Und Ihnen das zu zeichnen, bin ich ja heute hier, zumindest was die Kinder angeht. Aber das wäre jetzt im Prinzip schon mal etwas, das es wirklich lohnt, einfach mitzunehmen. Also Broca und Wernicke, Aria, die sind als Sprachzentren ausrangiert. Jetzt kommen wir gerade zu den Kindern. Und dazu muss man natürlich sagen, in den letzten 20 Jahren sind die Techniken, diese bildgebenden Verfahren, mit deren Hilfe man untersuchen kann, was denn, sag ich mal, im Gehirn der Kinder vorgeht, wenn sie sprechen, extrem verbessert worden. Ja, man kann also diese Techniken heute sehr gut anwenden. Entweder neurophysiologische Techniken, das sehen wir da oben, nicht? Da hat man dann so eine kleine Haube auf, wo die Hirnstromaktivität abgeleitet wird. Hämodynamische Techniken, wo im Prinzip Charakteristika des Blutflusses gemessen werden. Wenn Sie genau hinsehen, dann entdecken Sie hier so ein Säugling in diesem Magnetresonanztomographen. Also da gibt es schon einiges, was einem, sag ich mal, Einblicke gibt in das, was im Neugeborenen, zum Teil sogar ungeborenen Gehirn vor sich geht. Ein paar Folien zum Thema Reifung. Also wir sehen hier im Prinzip die Reifung der Großhirnrinde über die Schwangerschaft und was wir sehen hier in der letzten, im letzten Drittel der Gestation, da faltet sich diese Großhirnrinde ein. Da bilden sich im Grunde genommen die Strukturen heraus, die wichtig sind für alle Formen von Sinneswahrnehmung. Also hören, sehen, fühlen. Diese Funktionen sind im Prinzip in den letzten Wochen der Schwangerschaft fertig ausgebildet. Müssen sie ja auch nicht. Denn wenn ein Kind auf die Welt kommt, in dem Moment muss es sehen, hören und fühlen können. Ja, mehr noch. Wir wissen ja heutzutage, dass nach einer Tragezeit von 9 Wochen nicht im Optimalfall das System funktioniert, aber wir wissen, es muss auch schon früher funktionieren, für den Fall, dass die Kinder eben nicht über die volle Tragezeit ausgetragen werden. Zum Thema, was passiert denn vor der Geburt? Ja,
haben wir hier im Prinzip diese Abbildungen. Und da können wir sehen, im Prinzip sind es drei Schritte. Die Bildung von Nervenzellen, die Migration von Nervenzellen, die wandern aus dieser ventrikulären Stammzone an die Orte, wo sie im Prinzip sich dann niederlassen, wenn man so will. Und wichtig eben die neuronale Reifung. Das ist das, was jetzt für uns interessant ist. Und Sie sehen, das beginnt vor der Geburt und das geht über die Geburt hinaus. Neuronale Reifung, das heißt, Nervenzellen bilden sich aus und das wiederum heißt, sie bilden synaptische Verbindungen. Das haben Sie sicherlich alles schon mal irgendwie irgendwo gehört. Nehmen Sie es dann eben als eine Art von Wiederholung. Wir sehen also hier einen Querschnitt im Grunde genommen durch einen Teil des Kortex und wir sehen die Entwicklung vom Neugeborenen bis zum 24. Lebensmonat. Ja? Und man kann es mit bloßem Auge erkennen oder die Komplexität dieses Geflechts von Nervenzellen nimmt zu über die Zeit. Was passiert da? Es wird einfach Struktur aufgebaut. Das heißt, die Nervenzellen, die Sie hier sehen, nicht, die bilden immer mehr kleine Arme aus, oder? Und strecken die sozusagen zu den Nachbarnzellen. Also mit anderen Worten, ein Netzwerk bildet sich. Ein Netzwerk bildet sich, das bereit ist, Informationen aufzunehmen und das bereit ist, diese Informationen auch zu behalten, wenn es denn entsprechend stimuliert wird. Wird es nicht entsprechend stimuliert, dann werden diese Verbindungen auch wieder zurückgebaut. Ja? Das Gehirn macht manchmal dumme Sachen, obwohl es selber glaubt, es wäre clever. Das ist ein bisschen die Krux. Das Gehirn ist immer darauf bedacht, möglichst viel Energie zu sparen, weil es, obwohl nur 2% des Körpergewichtes ausmacht, 20% des Sauerstoff, des Glukoseverbrauchs für sich in Anspruch nimmt. Und wenn das Gehirn denkt, ach, diese oder jene Region, die wird nicht so dringend gebraucht, da kann ich ruhig mal ein bisschen an Potenzial zurückbauen, dann macht es das. Ist nicht gerade optimal, wenn man sich im Prozess des Spracherwerbs befindet. So, mittlerweile hat man Messtechniken, die zeigen, dass man bereits bei Neugeborenen bzw. Föten entsprechend Aktivierung von bestimmten Hirnregionen ableiten kann. Also, schauen Sie mal da oben. Da haben Sie diese roten Kurven und da, wo die den Peak haben, wo die diesen Gipfel haben, das zeigt, dass das Gehirn im Prinzip auf sprachliche Stimuli reagiert und das sind Föten in der 33. bzw. 37. Woche. Und so eine ähnlich hemodynamisch basierte Technik zeigt Ihnen also auch Bilder aus dem ungeborenen Gehirn, wenn Sie so wollen, eine Reaktion, eine Response, eine Reaktivität auf die sprachlichen Stimuli, die man also außerhalb des Uterus präsentiert. Also vielleicht sage ich Ihnen nichts Neues. Vielleicht denken Sie, ja, das ist doch völlig trivial. Natürlich hören Kinder auch im Mutterleib Sprache. Ja? Gut, wenn wir uns dann einig sind, sage ich mal, dann brauchen wir das nicht weiter diskutieren. Die Frage ist eigentlich lediglich, wie kommt sie da rein? Wie kommt sie da rein? Ja, durch die abdominale Barriere, also sprich eben von außen, nicht? Eigentlich gar nicht so gut wie von innen. Das meiste sozusagen an Schall erreicht das Ohr des ungeborenen Kindes über Knochen, Leitung und Fruchtwasser, die Stimme der Mutter, wohingegen jetzt beispielsweise die Stimme anderer Personen, des Vaters oder so, wahrscheinlich kaum zu hören sind. Jetzt fragen Sie, warum hat man das nicht denn längst schon mal herausgefunden? Ja. Ja, wissen Sie, das ist immer so eine Frage. Also im Tierversuch hat man das bereits gemacht mit Schafen. Im Versuch mit Menschen hat man davon bisher Abstand genommen, wahrscheinlich aus ethischen Gründen. So, wenn Sie jetzt aber im Prinzip hier
sehen, was ich sehe, nämlich dass es hier sozusagen auf der linken Seite eine Aktivierung gibt, dann würde das ja eigentlich ganz gut zu unserer Hypothese passen. Oder? Die linke Sprache, Entschuldigung, die linke Hemisphäre ist die dominante für Sprache, nach wie vor. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt strukturelle Entwicklung anguckt im menschlichen Gehirn, dann stellt man fest, linke und die rechte Hirnhälfte, die reifen nicht im Gleichschritt, die reifen nicht im Gleichtakt. Die linke reift anders als die rechte. Erstmal nur einfach, um sozusagen auf der linken Seite mehr Fläche zu produzieren, im Grunde genommen, ja, damit die Sprache in all ihrer, sag ich mal, Komplexität dort Platz findet. Das ist vielleicht nicht so gut für Sie zu sehen. Aber wir haben also hier sozusagen einen kleinen Knick, einen kleinen Sulkus, den haben wir hier auf der anderen Seite nicht. Und das zeigt uns hier, dass sich das Gehirn asymmetrisch entwickelt, weil Sprache eine asymmetrische oder eine stark lateralisierte Funktion ist. Das heißt also mit anderen Worten, die Reifung des Gehirns ist erstmal unabhängig davon, ob es ein sprachlichen Input gibt oder nicht. Ja, das Gehirn entwickelt sich so, dass es zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich das Hören funktioniert, bereit ist, die Sprache aufzunehmen. Ja, mit einer linksdominanten, speziell für diesen Zweck entwickelten Hemisphäre. Und wenn Sie dieses Bild sehen, dann können Sie auch sozusagen ermessen, wie also, das sind hier die roten Flecken, linke Hemisphäre, Sie sehen jetzt, das sind diese perisylvischen sprachrelevanten Regionen, das ist das kortikale Wachstum während der Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft bildet sich also dieses System aus, damit es sozusagen in dem Moment wirklich, wo die Kinder bereit sind zur, ich will jetzt nicht sagen Interaktion, aber doch zumindest zur Sensation, in der Lage sind, auch sprachliche Stimuli adäquat aufzunehmen. Und das letzte Bild in dieser Reihe oder zu diesem Thema, das sehen Sie hier, haben Sie rot eine ganz bestimmte Region eingezeichnet. Das ist das sogenannte Planum temporale, das müssen Sie sich vielleicht nicht merken. Wichtig ist nur, das ist ein Teil der Hörrinde. Ja, das heißt also, wir haben natürlich eine Region im Gehirn hier, die ist in erster Linie mit dem Hören vertraut, sogenannte auditorische Kortex oder Hörende. Und direkt dahinter in der linken Hemisphäre gibt es einen sehr großen Anteil, der sogenannte auditorische Assoziationskortex ist. Ich will Ihnen nachher zusammenfügen, warum und wieso wir den brauchen. Aber wir halten jetzt hier mal fest an dieser Stelle, ja, das Gehirn reift während der Schwangerschaft und auch danach auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Erstens, die linke Hemisphäre verändert sich charakteristisch unterschiedlich zur rechten Hemisphäre. Und es geht vor allen Dingen darum, ein Gefäß zu schaffen, um die Sprache aufzunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, grundsätzlich, die Netzwerke im menschlichen Gehirn sind abhängig von Stimulation. Ja, sind abhängig von Stimulation. Und nur dann können sie eben entsprechend sich, ja, dendritisieren, also mit anderen Worten, ihre ganzen Äste herausbilden, um dann wirklich ein komplexes Netzwerk zu haben. Jetzt könnte jemand fragen, ja, wie ist das denn bei Kindern, die gehörlos sind, die gehörlos auf die Welt kommen? Das gibt es ja durchaus, nicht? Wie ist das denn bei denen? Ja, und da ist die Antwort tatsächlich, diese Netzwerke sind nicht ausgebildet. Ja? Diese sind aufgrund der fehlenden Stimulation, ich will fast so weit gehen und sagen, die sind verkümmert. Die sind verkümmert. Glücklicherweise ist das Gehirn bis zu einem gewissen Grad plastisch und kann sich davon noch erholen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt gucken wir uns mal an, was denn so ein Baby, so ein Neugeborenes im Prinzip an sprachlicher Stimulation erlebt und welche Kompetenzen es hat. Bei dieser Folie hier,
Und der nächsten handelt sich um eine Studie, wo man nie so genau weiß, ob man lachen will oder weinen soll. Ich habe sie aber trotzdem mit reingenommen, weil sie mittlerweile sogar repliziert wurde. Vielleicht kennen Sie die schon. Was ist da zu sehen? Da sind Forschende in Deutschland und in Frankreich sind in Entbindungskliniken gegangen und haben jetzt erstmal Neugeborene aufgezeichnet, wenn die also geschrien haben, nicht? Einfach so banal. Und haben das dann im Prinzip ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, Französisch und Deutsch, das sind Sprachen, die sich jetzt in der Sprachmelodie etwas unterscheiden. Und wenn man doch davon ausgeht, die Kinder, die hören das schon während der Schwangerschaft, dann müsste das ja unter Umständen auch sozusagen auf das Geschrei der Neugeborenen zurückhallen, nicht? Und genau das haben die Forschenden also hier angeblich gefunden. Ich meine, das ist statistisch bedeutsam. Also wir sehen sozusagen hier oben den typischen französischen Säuglingsschrei, der sich unterscheidet vom typischen deutschen Schrei, nicht? Die deutschen Säuglinge, die fangen sozusagen kräftig an und lassen dann nach. Und bei den französischen ist es also sozusagen eine Entwicklung hin auf einen Höhepunkt, bevor dann derselbige wieder in sich zusammenbricht. Ja, wie gesagt, ich würde mich fast nicht trauen, Ihnen das zu präsentieren, wenn es nicht irgendwie repliziert wäre. Es ist eigentlich ein netter Beweis eben dafür, nicht, dass die Art und Weise des Spracherwerbs schon natürlich auch von der Sprache und in dem Fall von der Sprachmelodie abhängt. Ja, das macht tatsächlich einen Effekt. Das macht tatsächlich einen Effekt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass sich Sprachen auf der Welt eben auch sehr stark dadurch unterscheiden, welche Rolle sozusagen die Prosodie, also Sprachmelodie spielt, dann ist das recht interessant. So, jetzt entwickelt sich das Gehirn natürlich weiter. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, oder wir versetzen uns in die Lage von so einem neugeborenen Kind, von einem Säugling, wenige Tage alt, nicht? Woraus besteht dessen Job in erster Linie? Also klar, Nahrung aufnehmen und ausscheiden, okay. Schlafen, okay. Aber ansonsten, oder? Sprache hören und Gesichter erkennen, ne? Das sind sozusagen die beiden hauptsächlichen Tätigkeiten, nicht? Mami und Papi und die ganze liebe Verwandtschaft beugt sich natürlich den lieben langen Tag über die Kinderkrippe und Sie wissen ja, nicht? Seufzt da also sozusagen wonnevoll hinein und spricht mit dem Kind in der bekannten Ammensprache. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Kind nach und nach natürlich familiarisiert wird mit der menschlichen Sprache, nicht? In einer Art und Weise, die sehr intensiv ist. Am Anfang ist das System, sage ich jetzt mal, noch relativ offen. Also in dieser Studie hat man geschaut, interessieren sich Säuglinge in gleicher Art und Weise für gesprochene Sprache wie jetzt für Affenlaute beispielsweise oder für irgendwelche synthetische Geräusche? Ja. Und das Ergebnis war am Anfang, kurz nach der Geburt, interessiert es die Kinder ungefähr in gleichem Ausmaß. Also da haben sie keine Präferenz für Sprache. Nach 3 Monaten allerdings ist diese Präferenz deutlich ausgebildet. Nicht? Das sucht man mit so entweder Kopfhinwendungsparadigmen oder aber, ich glaube, das sehen wir dann gleich noch auf einer anderen, mit so einer Nuki-Saugrate. Das haben Sie sicherlich schon mal gesehen, wenn Sie den Herrn Daum gehört haben. Also da findet eine Spezialisierung statt, eine Ausbildung einer Präferenz auf die Muster, auf die Lautmuster der menschlichen Sprache. So, und jetzt könnten Sie natürlich zu mir kommen und sagen, ja, aber das ist ja Unsinn, Unsinn, Blödsinn. Die Babys, die verstehen doch keine Wörter. Können Sie mir nicht erzählen, dass die Wörter verstehen? Ja, und da sage ich zu Ihnen, nein, das behaupte ich auch gar nicht. Denn, und jetzt müssen Sie sehr tapfer sein, wenn ich das so sage, es gibt auch eigentlich gar keine Wörter. Wie bitte? Es gibt keine Wörter? Was ist das für ein Unsinn? Naja, nicht ganz so unsinnig, wie Sie vielleicht denken, denn Sprache ist im Prinzip nicht aus Wörtern gebaut, sondern es gibt noch kleinere bedeutungsunterscheidende Einheiten darunter. Schauen Sie sich nun mal hier dieses Oszillogramm oder dieses Spektrogramm an, nicht? Und gucken Sie mal, es gibt keine Lücke zwischen den Wörtern.
sagt jetzt im Grunde genommen dieser Satz? Und wenn Sie sehen, dass das sozusagen einigermaßen dem hier entspricht, da oben, ja, dann sind im Prinzip die Lücken nicht da, wo man eigentlich die Grenzen zwischen den Wörtern vermutet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Eulen nach Athen trage, wenn ich Ihnen das erkläre, aber das Interessante an menschlichen Sprachen im Allgemeinen, und das ist nicht speziell fürs Deutsche, fürs Englische oder was auch immer, sondern das betrifft alle gesprochenen Sprachen auf dieser Welt, ist, dass wir hier eine elementare Ebene haben und eine höhere Ebene. Die höhere Ebene kennt im Prinzip so etwas wie, ja, sagen wir mal, Wörter. Die elementare Ebene kennt so etwas nicht. Ja? Das heißt, hier haben wir es mit Phonemen zu tun. Es sind im Prinzip Laute, distinkte Laute, ein ganzes Arsenal von Lauten. Die Anzahl dieser Laute unterscheidet sich je nach Sprache. Und aus diesen Lauten, das können Sie sich vorstellen, wie so Legosteine, oder? Werden dann im Grunde genommen die Silben und Wörter einer Sprache zusammengebastelt. Das Gehirn ist von Anfang an nur darauf aus, diese Klasse von Lauten, diese Gruppe von einzelnen Phonemen kennenzulernen und zu beherrschen. Also die bedeutungsunterscheidenden Einheiten des phonologischen Inventars. Viel wichtiger als Wörter es überhaupt sind. Dass das natürlich schwierig ist, oder? Das kann man sich vorstellen. Natürlich nicht in einem Idealversuch, oder? Wo Sie sozusagen nicht einen Säugling hätten und dann einen Sprecher und der Sprecher redet also sozusagen immer nur an den Säugling ran. Nein, die Realität ist natürlich, dass es viele Sprecher gibt, männliche Sprecher, weibliche Sprecher, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche dialektale Färbungen. Selbst innerhalb eines Sprechers klingen, sag ich mal, Phoneme nicht immer gleich. Also was Sie hier auf dieser Folie sehen, das ist im Grunde genommen, sag ich mal, sind Klasse von Phonemen, aber Sie sehen, die überlappen zum Teil auch. Ja? Die überlappen zum Teil auch. Einfach, weil Sprache unscharf ist, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und die Aufgabe jetzt der Säuglinge ist es tatsächlich, diese Überlappungen nach Möglichkeit auszumerzen und zu versuchen zu vermeiden. Dabei hilft das Prinzip der kategoriellen Wahrnehmung, etwas, einem Grundmechanismus von Wahrnehmung überhaupt, auf den wir jetzt im Detail nicht eingehen können. Aber ich glaube, es ist klar, worum es geht, oder? Es ist klar, worum es geht. Das Gehirn eines spracherwerbenden Kindes muss Ordnung in diese Unordnung hier bringen. Ja? Die Kreise müssen sozusagen kleiner werden, die müssen einfach gegenüber den anderen abgegrenzt werden. Jetzt habe ich gesagt, die Sprachen unterscheiden sich je nach, sag ich mal, Phonemen. Ja, das stimmt. Aber wenn das richtig ist, oder? Dann müssten im Prinzip neugeborene Kinder in der Lage sein, jede Sprache zu lernen. Und das tun sie auch, sind sie. Und darüber hinaus müssten sie in der Lage sein, Phoneme in jeder Sprache zu unterscheiden. Ja? Und das sind sie auch. Das ist mittlerweile wirklich oft genug gezeigt worden. Also beispielsweise hier eine Studie, wo man amerikanische und schwedische Säuglinge untersucht hat. Denen hat man eben jeweils prototypische Phoneme aus den beiden Sprachen, sehen Sie da oben, Englisch und Schwedisch, vorgespielt. Also Native und Nicht-Native, das, was sie sozusagen vorgeburtlich erfahren haben und das ihnen völlig unbekannt war. Und die wurden ja einfach dahingehend untersucht, ob sie im Prinzip einen Wechsel in der Präsentation von Phonemketten erkennen. Man merkt das also, wenn die heftiger an ihrem Nuki saugen, ja, dass da also plötzlich etwas Neues gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, die können das. Die können das, ja. Die können im Prinzip Schwedische von amerikanischen Phonemen unterscheiden. Oder auch denken Sie an die japanischen Kinder,
die sich, ich komme da gleich noch drauf, auf japanischen Hina kommen wir noch drauf. So, was bedeutet das jetzt? Und jetzt kommt sozusagen die alte Streitfrage, nicht die alte Streitfrage. Die Sache mit der Ammensprache oder auch Motherese genannt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so diskutiert wird, aber zu dem Zeitpunkt, als meine beiden Söhne Babys waren, das ist lange, lange her jetzt mittlerweile, da gab es in akademischen Zirkeln durchaus immer diese Diskussion, wie man denn mit seinen Kindern redet, mit den kleinen Kindern, ne? Also da gab es durchaus die meinten, ja, man muss von Anfang an, oder, in möglichst vielfach verschachtelten, eingebetteten Relativsätzen sprechen. Nicht? Das ist der Mann, der den Hund, der die Frau, die das Kind getreten, geschlagen, gebissen hat, damit sich im Gehirn überhaupt mal ein bisschen was ausbildet. Oder am besten noch durchsetzt mit möglichst vielen fremdsprachlichen Idiomen. Denn wenn man mit den Babys spricht wie mit Idioten, dann können ja auch nur Idioten dabei rauskommen. So, und mit Idiotensprache meinten die natürlich die Ammensprache, nicht? Also diese Infant-Directed Speech, wo man also irgendwie besonders betont, langsam spricht, Vokale dehnt, ja, gerne auch mal wiederholt, 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 wiederholt. Ja, so redet man ja mit Kindern. Und das macht man tatsächlich auf der ganzen Welt. Das machen Väter wie Mütter, kulturunabhängig. So, und wie geht jetzt dieser Streit oder wie geht diese Diskussion jetzt aus? Wer hat recht? Diejenigen, die mit Kindern reden wollen, wie mit einem Thomas-Mann-Roman, oder die, die im Prinzip reden mit den Babys, wie mit, naja, sagen wir mal, wenig verständigen Wesen. Was meinen Sie? Ah, ich will Sie jetzt sozusagen nicht in eine Kampfabstimmung zwingen. Ja, ich sage nur mal so viel. Wenn Sie jetzt Ihrer Intuition gehorchen, dann tun Sie eigentlich das Richtige, nicht? Es ist natürlich klar, dass diese Infant-Directed Speech das ist, was das kindliche Gehirn braucht. Denn worum geht es, oder? Es geht darum, das ganze lautsprachliche, klangliche Inventar der Muttersprache so oft wie möglich den reifenden, lernenden, spracheerwerbenden Kindern darzubieten, dass sie sich da einfach stabil dran binden können. Ja? Deswegen die Wiederholungen, deswegen die Dehnungen der Vokale, damit das wirklich sich ins Gehör bzw. ins Gehirn einbrennt und eine stabile Repräsentation entsteht. Das ist das, nicht? Das ist das, was lange, lange bevor die Kinder anfangen, die ersten Wörter zu produzieren, stattfindet. Ja? Deswegen Spracherwerb vor der Geburt und insbesondere auch nach der Geburt finden auf diese Art und Weise statt. Zuerst mal muss der Boden bereitet werden. Klammer auf, Fun Fact, Klammer zu. Eine Studie, die aus mir unerfindlichen Gründen in Science publiziert wurde, stellte fest, dass also Mütter, in dem Fall Mütter, ja, mit ihren Kindern Infant-Directed Speech sprechen, was jetzt nicht überraschend ist, mit den Familienhunden und den Ehemännern aber nicht. Also bei den Familienhunden noch so ein bisschen mehr, jetzt auch gerade im Affekt, ja, also was das Emotionale angeht, bei den Ehemännern bricht das also drastisch ein. Ja, aber auch das eine von diesen Studien, die man im Prinzip, sag ich mal, immer gerne auf Vorträgen wie diesen präsentiert, nicht als kleine Auflockerung, die aber vielleicht nicht wirklich von echtem wissenschaftlichen Wert sind. Deswegen tun wir die mal weg. Also wir sind jetzt sozusagen durch die ersten 9 Monate ein wenig gegangen. Wir stellen fest, wenn wir uns hier Kinder angucken und Erwachsene, dass auch im Gehirn natürlich da Unterschiede zu sehen sind. Also was wir hier sehen, das sind im Prinzip Projektionszonen von Fasertrakten, Konnektivität. Und da sehen wir tatsächlich bei den Kindern, da ist noch nicht viel los, wenn es darum geht, dass vorne mit hinten kommuniziert. Das haben wir hier noch nicht, nicht? Also wenn man sozusagen das anschaut, muss man getrennt voneinander anschauen, dann sieht man, rechts und links sprechen miteinander. Das ist wichtig, rechts und links,
Ja? Aber mit der Broca-Aria spricht in dem Stadium noch niemand. Nicht? Und bei Erwachsenen ist das so, dass das Netzwerk eben frontale, also Broca-Anteile und Schläfenlappenanteile enthält. Das heißt also, hier ist das ganze Netzwerk miteinander verbunden. Dieses Netzwerk muss bei Kindern eben auch noch reifen. So, jetzt kommen wir im Prinzip zu der Frage, was macht eigentlich die rechte Hemisphäre? Und da gibt es dieses Modell von David Pöppel. Ganz banal gesagt, die rechte Hemisphäre, wenn es um Sprache geht, ist für all die sogenannten paralinguistischen Aspekte zuständig. Es lässt sich vereinfacht sagen, Rhythmus, Intonation, Sprachmelodie. Ja? Also nichts, was jetzt irgendwie hilft, zwischen Ba und Da zu unterscheiden, oder? Zwischen Kinder, Inder, Rinder, Tinder, solche Dinge, sondern eben einfach spreche ich, was weiß ich, heute ist ein schöner Tag als Aussage oder heute ist ein schöner Tag als Frage aus. Ja? Diese Dinge, das macht die rechte Hemisphäre. Wir haben jetzt, glaube ich, versäumt, hier den Audiokanal anzuschließen, ist aber nicht so schlimm. Schlussendlich zeigt Ihnen diese Folie, dass also die rechte Hemisphäre im Gehirn von Erwachsenen eine besondere Präferenz hat, hier rechtes Planum temporale, wenn es um die Verarbeitung von Reimen geht in gesprochener Sprache. Ja? Alles, was sich reimt, interessiert das Gehirn natürlich besonders. Es bringt Struktur hinein, das ist im Prinzip Rhythmus und das Gleiche gilt eben, wie gesagt, für die Prosodie, für das Lautmalerische in der Stimme. Die Milch trinkt das Kind, Aussage, die Milch trinkt das Kind, Fragezeichen. Ein und der gleiche Satz, dieselben Wörter, dieselbe Syntax, alles gleich in der Aussage, aber unterschiedlich. Oder bei so einem Satz, da kann man sehen, dass die Prosodie hilft durch einen Satzakzent die Bedeutung zu verändern. Peter verspricht, Anna zu helfen. Anna und nicht Maria. Peter verspricht, Anna zu helfen und nicht zu kochen oder Staub zu saugen. Ja? Also auch hier die gleichen Wörter, gleiche Satz, unterschiedliche Bedeutung durch eben dieses prosodische Element. Und das sehen wir hier auch. Das sind Zusammenfassungen von Studien, die ich alle gemacht habe. In der rechten Hemisphäre, hinten in diesem Planum temporale, da finden sich jeweils immer die Aktivierungen, die auf solche rhythmischen und prosodischen Intonationen hin angehen. So, und jetzt kommt das Interessante hier. Gucken wir mal, was wir hier sehen. Wir sehen hier Gehirne von neugeborenen Kindern. Das waren tatsächlich neugeborene Kinder, die man in Scanner gelegt hat, eine Studie in Mailand. So, und denen hat man jetzt zum Beispiel solche Sätze vorgespielt, hier wie Peter verspricht Anna zu arbeiten und das Büro zu putzen. Also da hat man die Prosodie rausgenommen, ja? Was man sieht, ein bisschen diffuse Aktivierung hier so überall, aber nichts, was darauf hindeutet, dass die Musik da in den entsprechenden Arealen losgeht. Und oben hat man ganz normale Sätze präsentiert. Peter verspricht Anna zu arbeiten und das Büro zu putzen. Und da sehen wir charakteristisch links und rechts eben Aktivierung in den sprachrelevanten Regionen. Das heißt, Neugeborene präferieren prosodische Sprache, auch wenn sie natürlich nicht verstehen. Und eine japanische Studie, auf die ich jetzt aus Zeitgründen im Detail auch nicht eingehen will, hat das im Grunde genommen ebenfalls nochmal repliziert. Die Kinder waren ein bisschen älter. Aber immer dann, wenn also tatsächlich prosodische Informationen, paralinguistische Informationen zu verarbeiten war, dann war das über der rechten Hemisphäre besonders ausgeprägt. So, was fangen wir jetzt mit dem Wissen an? Ich sage es nochmal. Wir wissen jetzt erstmal, das beginnt sehr früh. Wir wissen, die Betonung und die lautmalerische Struktur der Sprache ist am Anfang mindestens ebenso wichtig wie die klare Artikulation von Sprachlauten. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr interessiert sich eigentlich
die rechte Hemisphäre für diese Information. Auf dieser Folie sehen Sie einfach nochmal zusammengefasst, was also hier passiert in den ersten 9 Monaten. Von der Geburt bis in den ersten 9 Monaten, da können die Kinder keine Worte reden. Aber auf der Verstehens-, auf der Verarbeitungsebene, da passiert schon unglaublich viel. Sie müssen die Phoneme ihrer Muttersprache lernen. Sie müssen im Prinzip die prosodischen Informationen heraushören, denn die sind zum Beispiel wichtig oder für eine solche Satzverarbeitung. Also wieder haben wir hier solche Sätze. Peter verspricht, Anna zu entlasten und das Büro zu putzen. Peter verspricht, Anna zu arbeiten und das Büro zu putzen. Wir sehen hier an diesen Stellen sogenannte Intonationsphrasengrenzen. Das hilft im Grunde genommen, Sätze in Konstituenten zu zerlegen und damit die Verarbeitung zu erleichtern. Und überall da, wo also so eine Intonationsphrasengrenze ist, da macht das Gehirn so einen kleinen Ausschlag, so einen kleinen Haken, der im Prinzip eben dahingehend interpretiert werden kann, dass das Gehirn diese Pausen erkennt und auch nützt. Das sind, wie es vielleicht nicht überraschend ist, Daten von Erwachsenen. Aber jetzt gucken Sie mal, 9 Monate alte Kinder zeigen genau das gleiche Muster. Die wissen noch nichts von Peter und die wissen noch nichts von Anna und von Büroputzen und so weiter und so weiter. Aber die entscheidenden akustischen Informationen, die einfach wichtig sind für die Struktur von Sprache, die bekommen sie mit. Wenn Sie oben und unten das Bild vergleichen, dann stellen Sie fest, ob bei den Erwachsenen, da hat es so ein blauen Fasertrakt, den hat es hier unten nicht. Ja. Der muss im Grunde genommen in den ersten Lebensjahren reifen. Und erst wenn der ausgereift ist, das dauert allerdings wirklich ein paar Jahre, sind Kinder in der Lage, Sprache dann auf einer komplexeren Ebene zu verarbeiten. Also wo es dann wirklich, sag ich mal, darum geht, syntaktische Strukturen so aufzulösen, dass man weiß, wer was mit wem in einem ganz bestimmten Moment tut. Also Sie sehen, das passiert im Grunde genommen alles in der vorschulischen Zeit, nicht? Und man könnte sich jetzt lange darüber unterhalten, was passiert, wenn diese Reifungsprozesse nicht adäquat einsetzen. Nun, das können wir in der Diskussion vielleicht noch besprechen. Also, sehr einfaches Prinzip, nicht, im Hinblick auf diesen Spracherwerb. Je öfters ich bestimmte Lautkombinationen höre, je öfters ich bestimmte rhythmische und prosodische Muster höre, desto mehr festigen die sich im Gehirn der Kinder und bauen eine stabile Repräsentation auf. Das nennt man ein Native Language Null Commitment, also sozusagen eine Bindung an das System der Muttersprache. Und diese Bindung findet aber erst statt, nachdem dieses eine Zeitfenster so ungefähr hier zwischen 8 und 10 Monaten geschlossen wird. Ich habe es vorhin schon gesagt. Neugeborene Säuglinge sind natürlich in der Lage, phonetische Kontraste aus jeder beliebigen Sprache wahrzunehmen und zu unterscheiden. Nicht? Und jetzt kommt hier die Geschichte mit dem Leisgelicht. Was meine ich damit? Das Leisgelicht. Das Reisgericht meine ich natürlich. Also das spielt darauf an, dass japanische und chinesische Erwachsene dieses R nicht aussprechen können. Ja? Und deswegen statt Reisgericht Leisgelicht sagen. Japanische und amerikanische Kinder im Alter von 6 bis 8 Monaten sind aber beide in der Lage, L und R zu unterscheiden in solchen Diskriminationsstudien. Und dann geht die Schere auseinander. Die amerikanischen Kinder werden besser, die japanischen bauen diese Fähigkeit zunehmend ab. Das ist eben diese Bindung an die Muttersprache und das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch Sinn. Die ersten 9 Monate ist das alles sehr offen, ja? Und dann wird sich auf eine Sprache, die dann in der Regel eben die Primärsprache ist,
konzentriert. Kann man das wieder umkehren? Ja, das kann man schon. Wie also Studien von Patricia Kuhl gezeigt haben, ist es durchaus möglich, Kindern, die dann älter waren als 9 Monaten, beizubringen, das sind amerikanische Kinder jetzt hier, wieder Kontraste aus dem Chinesischen zu erlernen, allerdings nur dann, wenn sie einen menschlichen Tutor haben und nicht, wenn man einfach nur Unterricht über Audiotapes oder Videotapes gibt. Es braucht das Feedback, oder? Ich glaube, das ist Ihnen allen klar. Also kein Grund zur Sorge, dass man irgendwann durch so eine dämliche AI ersetzt wird, oder? Bis die soweit ist und im Prinzip ihre Rolle einnehmen kann in der Heilpädagogik oder in der Logopädie, werden noch viele, viele, viele Jahrzehnte vergehen. Also, letzter Teil des Vortrags, ein paar Minuten habe ich sicherlich noch, oder? Das multilinguale Gehirn. Ja, mittlerweile leben mehr bi- und multilinguale Menschen auf der Welt als monolinguale. Und ich glaube, insbesondere hier in Zürich wissen wir auch, wovon wir reden, oder? Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. Also, es sind alleine sozusagen in den Kindergärten der Stadt Zürich sozusagen über 80 verschiedene muttersprachliche Gruppen bekannt, registriert, nicht? Und das ist natürlich sozusagen auch nur eine Kleinigkeit. Wer jetzt einfache Resultate von der Forschung haben will, den muss ich enttäuschen. Ja, das ist einfach so, die Herausforderungen für die Forschung, was Bilingualismus, Multilingualismus angeht, die sind enorm. Oder es hängt schon alleine, fängt es mit der Frage an, welche Sprachen will ich eigentlich untersuchen? Welche Sprachpaare? Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt Deutsch und Niederländisch untersuche oder vielleicht Portugiesisch und Mandarin. Das sind andere Sprachen mit anderen Eigenschaften. Das eine ist eine tonale Sprache, das andere nicht und so weiter und so weiter. Eine Sprache ist immer dominant. Das kommt natürlich auch dazu. Das heißt, man kann das nicht im Grunde genommen so in eine Waagschale nebeneinander legen. Ganz wichtig, wenn man sowas untersuchen will, ist das Erwerbsalter. Natürlich macht das einen Riesenunterschied. Oder ob ich ein Kind untersuche, was sozusagen wirklich bilingual vom ersten Tag mit unterschiedlichen sprachlichen Eltern aufwächst, oder ein Kind, das vielleicht im Alter von 4 Jahren, von 6 Jahren, von 8 Jahren irgendwann mit einer Zweitsprache konfrontiert wurde. Und natürlich das Ausmaß der Exposition, sprich die Anzahl der Kontakte, spielt eine Rolle. Also auch da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Besonderes. Das geht natürlich weiter mit dem sozialen Status der Sprachen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen salopp die chinesische Nanny aufgeführt, die jetzt sozusagen vor allen Dingen am rechten Zürichseeufer zunehmend in die Villen der Begüterten einzieht. Natürlich ist das bei allem, sag ich, bei aller Toleranz, es ist natürlich die Sprache einer Dienstleisterin und nicht unbedingt sozusagen die Sprache der Eltern. Und tja, sowas muss man zumindest mit berücksichtigen. Also der sozioökonomische Status einer Sprache, denken Sie an Kinder von Expats, die irgendwo in ein Land gehen und ja, die Sprache der Einheimischen eben auch als weniger privilegiert betrachten als die eigene, selbst wenn sie die in der Schule lernen müssen. Und ich meine natürlich auch, gerade wir in der Schweiz müssen uns an die eigene Nase packen, oder? Die Sache mit dem Rösti-Graben und der emotionalen Bindung an eine Sprache. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine beiden Söhne sind hier komplett durch die Schule gegangen und haben die Meinung erlangt, Französisch ist eine Halskrankheit. Das hat mit einer Sprache nichts zu tun. Individuelle Unterschiede in auditorischen, motorischen, kognitiven Fähigkeiten ist klar.
Dann die sogenannte kritische Periode. Es ist in dem Zusammenhang immer mit von Zeitfenstern die Rede, das wissen Sie, oder? Bis zu welchem Zeitfenster kann ich Sprachen lernen? Wann gehen die Fenster zu? Wann ist das nicht mehr möglich? Nun, auch das ist, das muss man ganz klar sagen, das sind Modelle von gestern, die kann man sozusagen beiseite tun. So etwas wie Zeitfenster, ja, die zugehen und die dann wirklich sozusagen winddicht sind, gibt es nicht. Es gibt sehr wohl Perioden, in denen man bestimmte Aspekte von Sprache vielleicht leichter und besser lernen kann, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite, Hand aufs Herz, haben Sie nicht auch schon mal, so wie ich, Leute getroffen, die fließend Deutsch sprechen, auch ohne einen merklichen Akzent, und dann sagen die einem, ja, ich bin aus Rumänien und mit 29 in die Schweiz gekommen und habe hier zum ersten Mal im Grunde genommen Deutsch gehört. Das ist eigentlich gegen jede Theorie. Ja, das ist eigentlich gegen jede Theorie. Also mit anderen Worten, das nehmen wir mal nicht so ernst mit dieser kritischen Periode. Das Letzte lassen wir aus, und aus Zeitgründen würde ich jetzt auch mal hier über dieses hinweggehen. Kann man seine Muttersprache vergessen? Das ist eine Frage, die in dem Zusammenhang immer gestellt wird. Und was sagt die Wissenschaft zu dem Thema? Es gibt zwei Studien, die das untersucht haben, mit bildgebenden Verfahren. Die eine sagt ja und die andere sagt nein. Jetzt können Sie es sich aussuchen. Ich persönlich traue mehr dieser Studie, die sagt, nein, man kann seine Muttersprache eigentlich nicht vergessen. Was man hier gemacht hat, ist, man hat Kinder, die adoptiert wurden, ich glaube, das waren auch chinesische Kinder, die adoptiert wurden, dann in die Staaten gebracht wurden und dort mit Englisch aufgewachsen sind, kein Chinesisch mehr, sag ich mal, nicht mit der chinesischen Sprache in Kontakt waren. Die hat man untersucht im Scanner und festgestellt, die zeigen immer noch dieselben Muster, wenn es um die Präsentation von phonetischen Kontrasten im Mandarin geht, wie die echten Bilingualen, die also ihr Chinesisch noch benutzen, nicht? Und das war dann bei den Monolingualen nicht der Fall. Gehen wir darüber auch mal hinweg. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Es sind nur noch ganz, ganz, ganz wenige Folien. Möchte jetzt sozusagen Ihr Augenmerk eben einfach nicht auf das lenken, was wir schon wissen, sondern auf das, was noch vor uns liegt. Die Wissenschaft ist ja sehr zentriert im Grunde genommen auf ja, die Sprachen, die sie zur Forschung als Gegenstand benutzt. Und das ist natürlich, das ist Deutsch, Englisch, vielleicht Schwedisch, ja, vielleicht Holländisch. Also mit anderen Worten, relevante Forschung in diesem ganzen Bereich findet im Prinzip nur in einer Handvoll Sprachen statt. Jetzt, was meinen Sie, wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Was meinen Sie? Will das jemand mal schätzen? Sie werden gleich erstaunt sein, was ich Ihnen erzählen werde. Derzeit sind es 5.000 bis 6.000 Sprachen, die auf der ganzen Welt gesprochen werden. Ja, und diese Sprachen, sie, ich meine, das könnte ich Ihnen jetzt stundenlang erzählen, aber die unterscheiden sich so dermaßen fundamental voneinander. Ja, allen ist gemein, dass sie im Prinzip auf einer endlichen Anzahl von Phonemen aufgebaut sind. Das ist toll. Ja, also alle Sprachen unterliegen diesem selben Prinzip. Ja, aber die Anzahl von Phonemen, die variiert. Das sind in manchen Sprachen, also hier, das 11, in anderen 144. Gigantische Varianz. Ja, gigantische Varianz. Es gibt Sprachen, die haben nur zwei Vokalinventare. Deutsch hat 14. Jimas hat zwei. Ja? Konsonanteninventare. Da gibt es eine Sprache in Papua-Neuguinea, die kommt mit 6 aus, und eine Sprache in Südafrika, die hat 122. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten bilingual in diesem Kontext aufwachsen. Und natürlich stellt man sich das irgendwie alles in der Forschung so leicht vor. Ja? In Tat und Wahrheit, die meisten von diesen Sprachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ja, sind Sprachen, die tatsächlich nur noch von einigen hundert, vielleicht tausend Sprechern oder Sprecherinnen tatsächlich gepflegt werden. Nicht? Da gibt es Kollegen von mir an der Uni Zürich,
Die fahren immer mal wieder in ein kleines Dorf im Nepal, da spricht man Tsintang. Tsintang, eine Sprache, von der Sie und ich noch nie gehört haben. Nicht? Aber wenn man sich dann mal anfängt, damit zu beschäftigen, dann stellt man fest, es gibt also wirklich die erstaunlichsten Dinge. Nehmen Sie mal das Deutsche. Im Deutschen gibt es 14 feststehende Wortformeln, die Kinder lernen müssen, wenn sie eine Sprache erwerben. Nicht? Treffe, traf, treffen, trafen, triffst, trafst, trefft, traf, trifft, traf, treffen, traf, treffen, traf. Wenn man das kann, kann man im Prinzip alles bauen. Und jetzt Tsintang. Ja? Jetzt Tsintang. Ich habe es vorhin mal kurz ausgerechnet, das waren irgendwie 4 mal 48, also knapp 200 Verbformen, die jedes Kind für jedes Verb lernen muss. Ja? Seine ungleich andere Aufgabe. Jetzt sind es nur noch zwei Folien, dann bin ich am Ende. Die hier ist vielleicht nicht ganz so aufregend. Die zeigt Ihnen im Prinzip den Anteil der Sprachen auf der Welt, der als einigermaßen sicher gilt. Das sind 60%. Der Rest ist gefährdet, weil die Sprecher dieser Sprachen, ja, ich hätte es jetzt in Anführungsstrichen fast gesagt, vom Aussterben bedroht sind. Aber ja, so ist es eigentlich. Die Populationen werden kleiner und kleiner. Globalisierung bedeutet natürlich auch den Tod von regionalen und lokalen Sprachen. Seit 1950 sind fast 4% aller Sprachen ausgestorben. Und jetzt zum Schluss noch einen kleinen Gedanken, den ich also persönlich auch wahnsinnig faszinierend finde. Wenn man also davon ausgeht, ja, wir hätten zu einem möglichen Zeitpunkt der Geschichte 5000 Sprachen. Im Moment sind es 6.000 bis 7.000 Sprachen. Und jede einzelne Sprache existiert für ungefähr 1000 Jahre. Und dann ist sie eigentlich nicht mehr verständlich. Dann geht sie unter. Und wenn man dann annimmt, das Alter menschlicher Sprachen wird mit einem Minimum von 100.000 angegeben, oder? Dann kommen wir auf eine Gesamtzahl von 500.000 Sprachen, die die Menschheit bereits gekannt hat. 500.000 Sprachen, von denen wir heute nur wissen, dass es 5.000 gibt und von denen wir, Entschuldigung, von denen wir im Detail nur 500 kennen. Ja? Also mit dem Gedanken würde ich es jetzt gerne einfach entlassen an dieser Stelle, können Sie nochmal drüber nachdenken. Ich persönlich finde das also wirklich mehr als faszinierend, nicht? Und ja, das ist ein bisschen als Entschuldigung auch gedacht, dass wir von der Forschungsseite noch nicht so schrecklich viel darüber sagen können, wie jetzt im Grunde genommen sich es in dieser, in jener, in welcher Sprache mit dem Gehirn verhält. Tatsache ist nur, alles, was man weiß, im Gehirn gibt es genug Platz. Ja? Für viele Sprachen. Viele, viele Sprachen. Da muss man keine Angst haben, dass man irgendwie die kleinen Kinder sozusagen oder die Schulkinder oder wen auch immer, dass man die also irgendwie überfüllt oder überlädt, ja, mit Informationen. Denken Sie immer dran, das menschliche Gehirn, das ist ein paradoxer Trichter. Was meine ich damit? Paradoxer Trichter. Was ein Trichter ist, wissen Sie alle. Man setzt es auf die Flasche, dann füllt man Flüssigkeit rein. Irgendwann ist die Flasche voll und die Flüssigkeit läuft sozusagen oben aus dem Trichter raus. Beim Gehirn ist es umgekehrt. Je mehr Sie hineingießen, ja, desto mehr passt hinein. Weil das, was drin ist, wiederum sozusagen neue Verknüpfungen schafft, neue Ebenen, neue Erkenntnisse und neue Ankerpunkte für nachfließendes Wissen. Also, da können wir ganz entspannt sein. Und ich bin jetzt hier auch am Ende der Zeit. Komme wieder zurück auf die Folien, die mir die Frau Wolf freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich bedanke mich fürs Kommen, fürs Zuhören und natürlich auch für die zu erwartenden Fragen.